Am Start des dritten Lig-1-Spieltags gibt es nichts zu rütteln. Die Hans-Jules-Skater kam bei OGC Nizza beim Stand von 0:0 für die letzten 26 Minuten auf den Platz und war maßgeblich daran beteiligt, dass sein Team am Ende mit einem 4:0-Erfolg vom Feld marschierte. Am ersten Treffer von Dion war Keita zwar nicht beteiligt, aber als Nizza sich schließlich das 0:1 gefangen hatte, kam der 20-Jährige erst so richtig auf. Zunächst assistierte er für Usama Haddadis Treffer, ehe er in den letzten Minuten der Partie zweimal selbst zuschlug. Nach der Partie äußerte er sich im Interview zu seinem Gala-Auftritt: "Neymar ist mein Idol und in Guinea nennt man mich Baba Neymar. Ich kann noch besser sein als er." Im wöchentlichen Opta-Ranking zum dritten Lig-1-Spieltag liegt Keita klar auf Platz 1. Mit 98,9 Punkten führt er den Lig-1-Tross an, auch Neymar ist hinter ihm zu finden. Der Topstar von PSG war jedoch etwas weiter entfernt. Mit seiner besten Saisonleistung beim 3:1-Erfolg seiner Farben über Angers schaffte es der Brasilianer mit 92,8 Punkten erstmals unter die Top 5. Sein Mitspieler Adrien Rabiot reihte sich sogar noch vor ihm ein. Der Franzose sammelte 93,3 Punkte. Beide Punktzahlen der Stars des amtierenden Meisters reichten jedoch nicht aus, um aufs Podium hinter Keita zu springen. Auf Rabiot und Neymar folgte Amiens Stars Moussa Konate, der seine starke Formkurve auch an Spieltag 3 unter Beweis stellte. Er traf beim 4:1 über Stade Reims doppelt. Knapp dahinter landete wiederum Jonathan Bamba vom OSC Lille. Beim 3:0 Heimsieg überging Emp netzte Bamba doppelt ein und schoss sein Team damit auf Platz 3 in der Liga 1. Bamba, der im Sommer aus Saint-Étienne nach Lille kam, ist weiter einer der Schlüsselspieler seines neuen Clubs, bei dem er seine Qualitäten derzeit Woche für Woche unter Beweis stellt. Neben ihm befindet sich auch sein Kollege Xhaka unter den Top 10 des Lig-1 Performance Index, nachdem er Lille gegen Saint-Étienne in Führung geschossen hatte. Rausgefallen ist dagegen OSC-Flügelspieler Nicolas Pepe. Wieder einmal kühlen Kopf bewahren konnte Bertrand Traoré, dessen Form zu Saisonbeginn beeindruckend ist. Beim 2:0-Sieg von Olympique Lyon über Racing Straßburg blieb der Angreifer beim Konterangriff zum entscheidenden Treffer eiskalt, nachdem er zuvor zwei Gegenspieler alt aussehen ließ. Gleichzeitig konnte sich Amiens Mittelfeldspieler Eddie Gnauer beim Sieg über Reims auszeichnen. Seine starke Leistung brachte ihm im Opta-Ranking eine Punktzahl von 90 Zählern ein. Auch wenn es für Reims-Akteur Mathieu Cafaro nicht zu 3 Punkten reichte, schaffte er es dank seines Treffers unter die besten 10 im Lig-1-Ranking. Den Abschluss der Liste bildet Pietro Pellegrini von der AS Monaco. Er konnte seit seinem Wechsel zu den Monegassen im Januar nicht so recht überzeugen. Bislang hatte er mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, weswegen er nicht regelmäßig zum Einsatz kam. Bei der 1:2-Niederlage in Bordeaux wurde Pellegrini jedoch eingewechselt und erzielte dabei den zwischenzeitlichen Ausgleich für seine Farben. Pellegrini will am kommenden Spieltag im Topspiel gegen Olympique Marseille unbedingt in die Startelf drangen. Dagegen hat PSG-Star Neymar vor, beim Gastspiel in Nimes am Samstag zeigen, dass er der absolute Star der Liga einer ist. Punkt. Spieler Team Gegner Position Wert Jules Keita Dion Nizza Angriff 98,9 Moussa Konate Amiens Reims Angriff 98,4 Jonathan Bamba Le Ging Mittelfeld
96.7 Adrien Rabiot PSG Angers Mittelfeld 93.3 Neymar PSG Angers Angriff 92.8 Mathieu Cafaro Reims Amiens Mittelfeld 92.8 Xekale Gingem Defensives Mittelfeld 91.6 Bertrand Traoré Lyon Straßburg Angriff 91.0 Eddie Gnauer Amiens Reims Defensives Mittelfeld 91.0 Pietro Pellegrini Monaco Bordeaux Angriff 87.8